Natürlich 250 oder mehr Jahre alt, aber es hört sich an wie... Es ist Rhythmus. Rhythmus. Energie. Kerian. Hallo. Hallo. Wie geht's dir? Iris. Hallo. Wie geht's? Mario. Hallo. Wie geht's? Und such dir ein Plätzchen aus, komm hier. Maria freut sich. Mario, wann warst du zum letzten Mal in der Oper? Oh, das ist noch gar nicht so lange her. Lass mal deine junge Frau ein. Ich habe eine Schulausbildung. Wir sind ja wieder gegangen. Ja? Ja, ja. So, auch in der klassische Musik auch nur, ich lese auch Bücher. Guck mal, wir manchmal gar nicht glauben, aber das ist. Wir mutieren zur Kultursendung. Rolando. Ja. Händel. Hast du jetzt gesagt, gut, der Mann ist 250 Jahre lang nicht mehr am Leben, das ist ein Jubiläum, da mache ich eine CD, weil die Leute sich vielleicht wieder an ihn erinnern? Oder glaubst du, dass es eine Musik ist, die auch heute noch aktuell ist? Wolltest du diese Platte unabhängig jetzt von dem Jubiläum loswerden? Ja, es ist beides. Es ist die Jubiläum, aber mein Barockabenteuer ist angefangen in 2000. Ich habe Cecilia Bartoli gehört und es macht Freude, pure Freude. Und dann habe ich eine Monteverdi-Aufnahme gemacht und habe gesagt, muss ich Händel singen? Es ist modern, es klingt wie Musik von heute. Und in diesen Momenten, wo so viele Dunkelheit gibt, ich glaube, dass das ist Licht. Und was wir können in dieser Musik geben, sich ein Geschenk ist Licht. Und dieses Licht kommt von Seele, die Menschen, von uns. Und wir können weiter gehen und raus und was die nächste Frage betrifft. Nein, du hast völlig recht. Ich meine, ich glaube, ja, das Publikum hat das auch schon gesehen. Ne? Ja. Deswegen sollte man auch diese Unterscheidung zwischen E und U nicht machen. Ob Kevin jetzt seinen lustigen Film da über den Kaufhauskopf macht, ob du 70.000 Leute mit deinen Kaspereien und mit deinem Film, natürlich, um Gottes Willen, wie konnte ich das nicht vergessen? Aber egal, man glaubt aber immer, U ist lustig und E ist ernst. Du bist ein ausgesprochen fröhlicher E-Künstler. Bist du einer der wenigen? Ist es an den Opern und hinter den Opernbühnen immer sehr ernst oder gibt es mehr lustige Menschen, als man glaubt? Ja, es gibt mehr lustige Menschen, ich glaube, und es gibt alles. Es gibt große Divos und Divas und es gibt auch Leute, die machen Witze und es macht Spaß, Probe zu machen in Opera. Es gibt, ich glaube, wenn wir probieren, es gibt diese Version, diese lächerliche Version von Opera, wir machen Witze so das und dann alle lachen und nicht weinen. Deine Kollegin Frau Netrebko war ja auch schon öfter hier, auch mit dir gemeinsam. Und jetzt hat sie ein bisschen versteckt. Ich habe sie ein paar Mal eingeladen, sagt, sie muss jetzt ihre Babypfunde loswerden. Mhm. Wann hast du sie zum letzten Mal gesehen? Wir haben zusammen in Metropolitan gesungen, Lucia. Und ich habe auch Babys gesehen, Thiago. Sie ist wunderbar. Ah ja, schön. Sie ist gut. Jetzt kommen wir zu einer sehr, deine war schon sehr unglaublich, noch unglaublicheren Wette. Es geht nämlich, und die kann man eigentlich überhaupt nicht beschreiben, deswegen muss ich sie euch erst vorlesen und dann zeigen. Und ihr beide werdet jetzt ein sehr ungleiches Paar machen. Ich muss noch etwas erzählen. Wir haben ja eine junge Frau, du bist jünger, Kim Cattrall aus Sex and the City. Vorgestern hat sie ja gesagt, gestern hat sie ja gesagt und heute um 15 Uhr kam ein Anruf. Sie dreht gerade mit Roman Polanski in Usedom, The Ghost, mit den Herren Brosnan und McEwan und offensichtlich, ist egal, also gekommen ist auf jeden Fall nicht. Ob es am Brosnan oder am anderen lag, weiß ich nicht. Also, du bist heute Sex and the City und ihr müsst sozusagen heute das, es gab so eine Szene, wo sie sich dann so Sushi auf den Körper gelegt hat, damit der Typ dann nach Hause kommt und er kam nicht. Das hatte ich mir heute Sushi draufgelegt und sie kam auch nicht. Und, ja, und ich habe die Stierboten schon mal weg. Die sind schon mal weg. Das war sehr tapfer. Heute Nachmittag habe ich auch gesagt, ich bin so ein netter Mensch, das macht die schon, sie weiß es ja nicht. Und gesagt, ja. Du warst sehr, sehr tapfer. Und es wird auch gut bekommen. Es wird dir Kraft geben, auf den Rückflug. Kommt auch immer wieder. Und, ach was? Flug auf, Mäuerchen? Nee, aber es ist da. Aha. Aber hast du Kruppstahl, sage ich da. Ja, also. Jetzt kommen wir zu unserer Wette. Muhammed Karimanovic aus Schnelsen, kommt der junge Mann, wettet, dass er mit seiner Handkante den Boden aus einer Flasche schlägt
ohne dass dabei der Luftballon platzt, in dem die Flasche hängt. Das ist also eine Versuchsanordnung, die ich vorführen muss. Also.